Daniel Drobitz in der Trostrunde beim Leberkäs Turnier, 6. Januar 2016. Und es war Stein. Technisch und von den TTL-Punkten natürlich einer der besten Spiele hier, aber es geht mit Vorgabe und das ist für Daniel ganz schwierig, denn er ist doch einer, der gerne mal den einen oder anderen Testball loslässt. Und hier muss er, wenn er was gewinnen will, gegen Vorgabe sehr diszipliniert spielen, das ist überhaupt nicht seins. In diesem Fall dürften es Minimum 6 Punkte sein, die er vorgeben muss, eventuell sogar mehr. Und da muss man halt schon schauen, dass man den Ball gut im Spiel hält und keine leichten Fehler macht. Neben Tisch Heiko Schlaben im TTV Neustadt. Hier hat man so eher das Spiel, wo man beim Vorgabeturnier ganz gut dabei sein kann, weil er doch nicht allzu viel riskiert und sehr sicher ist und dann auch mal überraschende Bälle holen kann und gute Angriffsbälle holen kann. Ist aber auch schon in der Trostrunde, hat also auch schon ein Spiel verloren. Gehört von den TTR werden auch eher so in die zweite Riege. Favorit wie fast jedes Jahr, Gennady Masur vom gastgebenden TSV Stein. Erste Mannschaft. So, in diesem Satz hat Daniel schon zum Sieg beide aufgeholt, aber das muss nichts heißen. Der schafft es dann mit 6 vor auf 6 beide oder 7-6 zu führen und dann trotzdem Satz noch zu verkaspern. Auf Tisch Nummer 6, Adnan gegen Höfer, 3 Punkte Vorsprung für Adnan. Adnan, so, eine Trostrunde weiter, Daniel Drobitz. They play so well. All the guys. 13 beide bei Heide Schlapp. Tisch Nummer 2, Adler gegen Lux. 3 Punkte Vorsprung. 13-14 Lux. Heiko, wie steht's in Sätzen? 2-1. Für dich? Für mich, ja. Wie viel vor? 4. Junior 825. Ramazan Chalan, genannt Rambo. Leidisch gegen Henke aus Tisch Nummer 5, Weißmeier D. Adler gegen Lux, weiter aufrufen.
Männer. Hinten Rudolf Stuber mittlerweile bei der Fit gelandet. Gegen Michael Schiller. Omer Azizi. Da muss man auch sehr aufpassen, denn der Stuber spielt auch ohne Vorgabe nach dem Motto hau ruck. Hau drauf, wenn es kommen, kommen es mit, haben wir halt verloren. Wenn da zwei, drei Bälle mit Vorgabe noch kommen, dann hat man schnell einen Satz verloren. Aber Michael Schiller doch relativ sicher und erholt auch mal was von hinten. Josef Adler, soweit ich es mitgekriegt habe, ist er noch in der Hauptrunde, aber das wird schwer, denn die Ude Lux ist auch eine, die so ziemlich überraschend auf einiges draufklopft, womit man gar nicht rechnet und dann auch noch unangenehm trifft. Ohne Rücksicht, ob der Ball liegt und welchen Schnitt er hat. Irgendwie glaube ich auch noch mit Material unterwegs, also wirklich nicht einfach zu spielen. Braucht man eine gute Grundsicherheit und muss ohne Ende bei jedem Ball aufpassen. Josef müsste es eigentlich schaffen, sie ständig ein bisschen zu beschäftigen. Leichten Druck, sichere Angriffsbälle, kein Risiko, sichere Angriffsbälle. Dann kommt sie nicht zu ihren Überraschungsattacken. So, Florian Hartwig, ich durfte auch vorne mitmischen. Erstens, weil er spielerisch schon zur, naja, sagen wir mal, Top 6 plus minus gehört. Und zweitens auch immer ein gewöhnungsbedürftiges Spiel hat, bis da jemand, der ihn nicht so kennt oder nicht so drin ist, gemerkt hat, was er macht. Ist auch mal schnell einen Satz verloren. Hat vor allen Dingen auch eine sehr hohe Grundsicherheit. Sieht alles unspektakulär aus, was er macht. I'm not sure.